Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute klären wir, wer Bambi umgebracht hat. Ihr könnt ja schon mal in den Kommentar schreiben, ist es Schlofi, war Eckert oder ist Blocki der hier? Ja, ihr kriegt es raus. Viel Spaß dabei. Die beiden hübschen jungen Herren habt ihr sicherlich schon erkannt. Das ist lieb von dir. Von einem meiner absoluten Lieblings-YouTube-Kanäle von Wer will Beef? Sag mal mit eigenen Worten, was macht ihr so? Wer will Beef? Ja, wir haben einen Food-Kanal und wir reisen durch Berlin und testen hoffentlich uns auch einmal irgendwann überall durch da. Weltweit und testen Restaurants sozusagen. Ja. Ja. Und geben unseren Senf dazu sozusagen. Ja. Also ich habe schon gesehen, von Malle bis zu die grausigsten Döner. Tschechien, alles dabei. Die grausigsten Döner Polens, glaube ich. Haben wir auch schon gehabt. Malle, Prag, Berlin komplett von vorne bis hinten. Mega Video, müsst ihr euch mal reinziehen. Sehr lustig, knapp an der Lebensmittelvergiftung vorbei, das haben wir heute nicht. Ja. Nee, zum Glück. Nee. Wir haben ein paar Zutaten bei, wir brauchen für unser Pulled Bambi, was wir heute machen wollen. Ob es ein Dutch Oven Zauber, wenn ihr nicht habt, könnt ihr euch kaufen oder nachmischen. Dann haben wir drei große Gemüsezwiebeln. Und hier, Bambi. Und Bambi, ja. Bambi. Ja. Die Knochen sind schon raus, ist ja leider so. Ein schönes Stück Rehkeule. Mhm. An der Stelle von mir wiegt ja so 200 Kilo ungefähr. Ein halbes Stück Butter, ein großes Stück Olivenöl und ein bisschen Rotwein. Da habe ich jetzt den hier. Weil der sieht so nach Metzger aus, finde ich immer schön. Und dann habe ich hier einen Dutch Ofen. Wir hatten nicht unterwegs angefahren und wusste ich nicht, lass ich fliegen oder bringst mit. Und was wir natürlich brauchen, ist ein scharfes Messer und ein Brett. Ja, und da ich mir Gäste nicht einlade, dass die dumm rumstehen, habe ich beschlossen, Brocken muss halt die Zwiebeln schneiden, dass der die einfach mal so viertelt, achtet, also grobe. Erkenne ich ja noch aus meiner Kochausbildung, da habe ich ein Jahr nicht auch nicht gemacht, außer Zwiebeln geschnitten. Ne? Deswegen geht das klar. So, alle drei machen wir? Ja. Würde ich sagen, ne? Ich habe lange im Personalbereich, aber ich habe immer noch ein Auge dafür, wer was am besten kann. Ja, ne? Ja. Jetzt mal direkt mal Abmahnung vom Klausi hier sozusagen. So. Morgen dann als Küchenhilfe bei Klausi tätig, ne? Wie willst du sie denn haben? Gefürtelt so. Grob gefürtelt, ja? Ja, das ist schon die 84 Bild, aber. So reicht dir das ja, ne? Das reicht. Reicht noch viel größer. Nein, du hast, genauso müssen die aussehen. So. Zwiebeln sind forschungsmäßig geschnitten. Und jetzt gibt es ein bisschen Olivenöl erstmal in den Dutch-Ofen rein. Und dann kommen die Zwiebeln dazu. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die Einladung, Klaus. Ich finde es ja mal schön, das hier alles mal so in live zu sehen. Ich freue mich ja, dass ihr vorbeigekommen seid. Sonst kommt ja immer keiner. Bei mir kommt nie bist du alleine, ne? Ja, wir hatten es ja schon länger vor, aber Corona stand uns da ein bisschen im Weg. Ne? Ich wollte mal Döner zusammen zubereiten, und vielleicht machen wir das mal eins. Das machen wir auf jeden Fall. So ein Dönertag oder so. Ja. Würde ich sagen. Oder du kommst dann mit uns mit auf Tour. Das wäre natürlich auch mal lustig. Ne? Ja, bist du dabei? Ja, bin ich dabei. Habt ihr gesehen? Bin dabei. Ja, das ist eine gute Idee. Finde ich auch. Finde ich voll gut, weil muss ich nicht mal selber grillen, sondern kann meine Kernkompetenz ja kosten. Ja. Sieht immer richtig aus. Ja, so ist ein Deal. Dann Fleischrind, komplett Uniwurz, brauchen wir nicht, weil wir haben Dutch-Ofen-Zauber. Und ganz ehrlich, ist mir manchmal peinlich, Werbung zu machen, aber Dutch-Ofen-Zauber ist wirklich... Geht immer, ja. Oh, das riecht aber lecker. Oh, wirklich da nicht sparsam sein, eine große Portion eh mal rüber tun. Bei deinen Gewürzen ist es ja auch so, da ist jetzt nicht so ein großer Salzanteil drin, ne? Deswegen, du kannst da richtig schön reinschmeißen und das schmeckt nachher noch was. Ja, also Salz ist schon drin, also man muss schon ein bisschen die Zähne mit umgehen, aber ja. Ja, sehr schön. So, und dann kommt ein schöner Schluck Rotwein dazu. Bei Klaus ist auch immer so, der macht und du weißt ganz genau, es wird einfach geil, ne? Wir gucken uns das an und du weißt, es wird einfach lecker. Ja, weil einfach die meisten Sachen... Ich freue mich auch schon richtig drauf. Ja. Weil die Sachen easy und einfach sind und... Guck mal jetzt hier, bei vielen Sachen muss man einfach mal nachdenken, was passiert oder wo ist jetzt das große Drama. Und wenn wir uns so eine Rehkeule angucken, das große Drama wird sein, dass zu wenig Fett dran ist. Mhm. Dass an die Schmacksträger fehlt. Jetzt kann man sich überlegen, was machen wir. Also entweder wickeln wir das Ding in Bacon ein, macht im Dutch-Ofen nicht so viel Sinn, oder wir tun Butter dazu. Da tut man ein halbes Stück dazu. Und wenn man so ein halbes Stück Butter schon auspackt, sieht man, wie weich das ist, packt die ganze hin. Ja, klar. Naja. Davon wird okay ein Essen schlechter. Nee. Ja, und dann machst du einen Deckel drauf und der Rest ist im Prinzip nur noch Physik. Also wir tun das Ding gleich auf dem Gasgrill. Oder auf Schlovi macht das. Schlovi, komm. Los, komm. Immer wenn schwer, muss Schlovi ran. Ja. Das ist der Moment, auf den alle gewartet haben, weiß ich. Ja, da kommt der hin. Zack. Ein bisschen drehen hier, dass es passt. Okay, ja. Okay, und der Deckel schließt. Und das war die Magie? Ist die Magie. Brenner rechts an, Brenner links an, dann hat der Grill ungefähr 200 bis 220 Grad.
Da soll man noch einer sagen, kochen ist schwierig, ne? Ja, jetzt guckt man alle Stunde mal nach, was der Wasserstand da drin macht. Notfalls noch ein bisschen Wasser nachkippen. Und ansonsten. Das war die Zauberei. Genau, jetzt gehen wir erstmal Uso trinken. Genau. Das ist ein Motto. Kerntemperatur? Zerfallig. Wenn du messen willst, so um die 93 Grad. Kannst du aber auch 2,5-3 Stunden drin lassen. Du siehst nachher, ob der ganze Quatsch auseinanderfällt und dann ist der richtige Moment. Also, wenn das Ding 4 Stunden drin ist, dann lässt sich immer noch nicht reißen. Da hast du wahrscheinlich einen Tonschuh drin geschmissen. Normale Fleisch ist meistens so nach 3, spätestens 3,5 Stunden so butterzart, dass du direkt zerrupfen kannst. Ja. Ich würde sagen, kipp mal einen halben Liter Wasser rein und heben ihn nur eine halbe Stunde. Der braucht noch mal ein bisschen Dampf, Der braucht noch ein bisschen Dampf. Okay. Mal umdrehen, Dampf drauf ist. Alles klar. 3,5 Stunden später. Guck mal hier. Oh, wie das riecht. Das riecht wirklich unfassbar gut, ey. Boah, wir freuen uns. Mal da mega. Dunkelfleisch, Blubbern und Brutzeln, genauso muss das sein. Und den nehmen wir jetzt runter zum Zerrupfen. Das Schöne ist, bei dem musst du ja nicht lange warten, sondern du kannst direkt loslegen mit Zerrupfen. Und dann hast du ja die Gabel drin. Dann kannst du das hier so richtig schön, ich sag mal, ganz langsam auseinanderziehen. Zerfällt wunderbar. Und ist natürlich, Wildfleisch ist ja nicht so, so saftig, wie man das jetzt von Schweinefleisch erkennt. Aber deshalb haben wir das hier in dieser Butter, Zwiebel, Rotweinschlonze mit einem ganz kleinen Schluck Cola gegart. Und dadurch zieht sich das jetzt beim Zerrupfen alles nochmal mit dieser, ja, mit diesem Geschmack und diesem Aroma voll herrlich. Dadurch, dass du das so schön erklärst, hört sich das einfach noch viel leckerer an gleich. Ne? Und ich sage mal, geschmorte Zwiebeln, ein Päckchen Butter und Rotwein, da kann man gar nichts falsch machen. Ne? Ich würde auch sagen, was? Hast du jetzt nochmal Wasser nachkippen müssen? Ja, wir haben immer einen halben Liter noch dazu getan. Ach, die Geräusch ist fies, wa? Naja. Wie Fingernägel an der Tafel. Oh, das wird lecker. Oh mein Kraft Gott, bei. Ey. Oh mein Gott. 1 Kilo Butter, Rotwein, geschmorte Zwiebeln. Da kriegst du aber dann auch irgendwann eine Körner in den Arm, wenn du das so zerrupst, wa? Das Schlimme ist, wir haben eine sehr unangenehme, hohe Arbeitsposition hier. Deshalb habe ich so gerade weitergegeben. Und man kennt ja Pullet eigentlich immer von Pullet Pork. Oder höchstens mal Rindfleisch und heute mal mit Wild. Pullet Bambi, das kann ja nur... Oh. Wie selten isst man eigentlich Wildfleisch? Ne? Ziemlich selten. Und wo hast du das her? Du hast das mitgebracht? Von den Metzgerjungs, genau. Ja. Heute mal Fleisch von uns bei und das haben wir von den Metzgerjungs. Dann viele Grüße von hier nach da. Oh, das sieht so, was tust du uns schmatzig hier an? Wie Sau, ey. Ey, das hört sich auch schon die ganze Zeit so schmatzig einfach an, ne? Blocki, du siehst so kräftig aus, Blocki, willst du? Und wenn ihr wollt, schaut gerne mal auf unseren Kanal vorbei. Wer will Beef, da werden jetzt in Zukunft auch ein paar Videos mit den Klausi kommen. Weil wir werden jetzt, oder haben wir wahrscheinlich schon gemacht, nach Hohenwutzen gehen und eine schöne Polenmarkt-Foodtour zusammen machen. Unter anderem eins von sehr vielen interessanten neuen Videos, die da kommen werden. Ja. Du bringst mir um hier. Also, dann merke ich, weißt du, so ein Typ, weißt du, aber so ein bisschen Fleisch. Komm mal her, komm mal her. Komm, Loki, mach mal weiter hier. Das ist wirklich anstrengend. Ich möchte das auch mal machen, das sieht so gut aus. Würde ich das hier jeder immer machen. Oh, guck mal. Siehst du? Da musst du ein bisschen, Flow einfach in der Sache ein bisschen mit rein. Deswegen ergänzen wir uns so gut, Dinger. Ja, ja. Das machst du wunderbar. Das riecht Hammer. Es riecht wunderbar. Wirklich. Oder? Und jetzt beim Zerreizen, da zermatschst du noch die restlichen Zwiebelstückchen da drin. Oh mein Gott. Zwiebelsaft mit dem Rotwein und dem... Ey, wenn du sagst es, du sagst es. Wunderschön, wunderschön. Ja? So ein bisschen Flow mit reinbringen. Und in dem Moment, wo du es jetzt zerrupst, saugt sich das richtig schön mit dem Sud. Nein, voll, ne? Wie es riecht. Wahnsinn. Wisst ihr, wie es riecht? Wenn ihr Weihnachten zur Oma nach Hause gekommen seid oder schon im Flur wart und wusstet, was da jetzt drin abgeht, ne? Auf jeden. So riecht das Ganze hier. Und das Fleisch hat sich jetzt richtig schön vollgesogen mit dem Sud. Nicht mehr viel übrig. Da bleibt ein Wasser übrig. Das zieht man ja, genau, es ist weg am Ende. Es ist weg und am Ende im Mund. Wunderschön. Und durch die Butter hat es auf jeden Fall 40 Kalorien. Ne? Man kann alles sehen. Hier ist doch ein Brioche-Pan mit Butter bestrichen. Ne? Und man kann gleich den RTW vor die Tür stellen wahrscheinlich. Geil. Oh, lecker. Okay, wollen wir? Ja. Wie lange willst du jetzt noch rufen? Was wird noch hier? So, komm hier. Gabeln. Uri. Ich bin so gespannt. Also ich habe. Ich habe auch. Der erste muss der perfekte sein. Alter. Männers, guten Appetit euch. Grill in die hohle Birne. Alter. Oh mein Gott.
Also würdet ihr sagen, das hat Saft? Oh mein Gott. Das ist ohne Scheiß, das ist die Erwartungshaltung, die man am Pult Bambi hat. Wenn man sagt, das will, Pult. Genau so, nicht anders. Da fehlt gar nichts. Genau so muss es schmecken. Oh mein Gott. Aber wenn du ihn reinsteckst, hast du halt den diesen. Wenn du was machst? Ja. Hör auf! Das ist mega, das ist mega. Das ist Boah. Es braucht nicht mehr, es braucht nicht anders. Und wenn du überlegst, wie wenig Zutaten wir dran hatten. Alles, was du brauchst, ein bisschen Zeit, gute Zutaten und Liebe. Man sollte es in Pulled Bambi umbenennen, oder? Ja, viel besser. Warum machen die alle Pulled Pork? Ja. Wahrscheinlich, weil es zu wenig Rehe gibt. Vielleicht, ja. Oder die Leute sind traurig, weil es keine Disney-Filme mehr gibt. Das ist so. Und wenn ihr traurig seid, dass es zu wenig Disney-Filme gibt, oder ihr das Video irgendwie gut fandet, oder die Jungs oder mich oder irgendwas in dieser Welt, lasst einen Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Die Jungs von Devin Beef? Ja, klappt ganz spontan, super. Ihr wisst ja, wenn man nichts sagt, dann, ne? Dann ist ehrlich. Gut. Und dann feins drin, Barbecue. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Essen jetzt direkt. Oh, das ist lecker. Das ist fucking gut. Das ist gut. Mm.